Dieses Video baut auf das kommutative Skalarprodukt. Jetzt der Beweis des Skalarprodukts. Ich habe einen Vektor, den Vektor nenne ich A, den Vektor nenne ich B. Wir haben es soweit gehabt, dass die Projektion hier in Richtung des Vektors A von B den Vektor P parallel ergibt. Der hier ist der Vektor P parallel, die Projektion von B auf A in Richtung A. Soweit hat man das Ganze. A Skalar B. Diese Rechnung ist noch unklar, das ist nicht bewiesen. Das möchte ich jetzt an der Stelle beweisen. Somit ist dann das Skalarprodukt vollständig definiert. Was es ergeben muss, ist klar. Wenn ich zwei Vektoren miteinander verrechne, soll es mir ein Skalarprodukt liefern, sprich das, was wir gemacht haben in dem kommutativen Skalarprodukt, nämlich den Betrag von dem einen Vektor multipliziert mit dem Betrag des anderen Vektors. Das liefert mir letztlich eine skalare Größe. Naja, gleichzeitig habe ich hier einen Winkel drin, dann kann ich diese Projektion auch anders ausdrücken, über Cosinus von Phi mal Betrag von B, also die Hypotenuse, wenn man so will. Dann habe ich den ersetzt durch, oder kann man den ersetzen, Cosinus von Phi mal Betrag von B mal Betrag von A. So, jetzt haben wir schon diesen Zusammenhang, der bekannt ist, der aus jeder Formelsammlung zu entnehmen ist. Aber diese Seite haben wir noch nicht bewiesen. Die ist leicht, die ist nicht so schwer nachzuvollziehen. Aber warum bekomme ich nach Rechnung A Skalar B, also nachdem ich hier einen Vektor mit dem anderen multipliziere, hier nach Vorschrift Komponenten miteinander und dann zusammen addieren, warum bekomme ich dann an der Stelle dieses Skalarprodukt? Das ist doch interessant und das ist die Frage. Also, wir müssen definieren zwei allgemeine Vektoren A, der hat die Komponenten A1, A2, A3, dann der Vektor B, der hat die Komponenten B1, B2, B3. Also allgemein, hier könnte alles Mögliche stehen. Jetzt kommt der strenge Beweis. Ich kann somit den Vektor A darstellen als seine Komponente A1 multipliziert mit dem Einheitsvektor 1, 0, 0. Und die Komponente A2, also skalare Größe A2 mit dem Einheitsvektor 0, 1, 0 und skalare Größe 3 mit dem Einheitsvektor 0, 0, 1. Also das hier komplett zusammen ergibt doch diesen Vektor. Da sind wir uns einig. Also kann ich den schreiben als A1 mal diesen Einheitsvektor in x plus A2 mal dem Einheitsvektor in y plus A3 den Einheitsvektor in z. Analog kann ich den B auch ausdrücken, B1 mal EX plus B2 mal EY plus B3 mal EZ. So, jetzt muss man sich nochmal was klar machen. Was ist, jetzt habe ich ja den Cosinus hier oben drin, ist doch angenehm. Der bezieht sich auf den Winkel, der zwischen diesen zwei Vektoren liegt. Jetzt kann ich mir vorstellen, wie groß der Winkel wohl sein wird oder sein muss, wenn ich B senkrecht auf A draufstelle. Naja, 90 Grad. Folglich, wenn ich in diese Beziehung, die ja gilt, 90 Grad einsetze hier für mein Phi, was passiert dann? Naja, der Cosinus bei 90 Grad, der ist 0. Hier ist 90 Grad, der ist 0. Also wird mein Skalarprodukt 0 sein. Somit kann ich ansetzen, die beiden, A Skalar B, die möchte ich verrechnen, und dass ich die rechte Seite der Gleichung halte, nämlich diese Bedingung, stehen senkrecht aufeinander, muss 0 sein. Gehen wir auf die Folgeseite, A Skalar B muss 0 sein. Gut, ich habe A ausgedrückt, das ist nichts anderes, A1 mal EX plus A2 EY plus A3, den letzten Einheitsvektor, und geklammert, mal, also multiplizieren das Ganze, B1 EX plus B2 EY plus B3 EZ. Fertig. So, und jetzt stur ausmultiplizieren, schauen, was passiert.
A mal B1, A1 mal B1 mal EX und der EX, okay, plus A1 B2 bleibt EX, EY, plus, ist jetzt viel Schreibarbeit, A1 B3 EX, EZ, so, plus, ich mache hier unten weiter, den hier mit diesen drei. A2 mal B1, A2 mal B1, EY, EX. So, plus A2 mal B2, A2, B2, EY, EY. Plus A2, B3, A2, B3, EY und EZ. Plus, jetzt die letzte, mache ich hier unten weiter, den hier mit alle drei. A3 mal B1, A3 mal B1, EZ mal EX plus A3 mal B2, A3, B2, EZ, EY, EZ, EY plus letzter A3, B3, A3, B3, EZ und EZ. So, schauen wir uns das mal an, was hier passiert. EX, EX, wenn ich mir das Skalarprodukt anschaue, ich habe hier EX, ne, also holen wir uns vielleicht nochmal die Anschauung für die Standardbasis her. Standardbasis bezieht sich auf den dreidimensionalen Raum. Meinetwegen, hier ist jetzt EZ, hier ist EX, ist jetzt zwar nicht maßstabsgetreu, aber die alle haben ja die Länge 1. Ne? So, und was haben sie noch als Eigenschaft? Die stehen alle senkrecht aufeinander. Also gut, wenn ich EX skalar verrechne, also Betrag von EX mal Betrag von EX mal Cosinus von 0 Grad, naja, was liefert der mir? 1 mal 1 mal 1, der Cosinus bei 0 ist 1. Folglich ist EX mal EX nichts anderes als 1. Naja, daraus folgt EY mal EY ist auch 1. Daraus folgt, naja, EZ mal EZ ist ebenfalls 1. Muss so sein. Also weg damit. Und wir ersetzen das Ganze durch 1. Also, weg damit, weg damit, weg damit. Was ist mit den anderen Summanden? Also, wir ersetzen den hier. EX mal EX. Wir ersetzen den hier. EY mal EY, wir ersetzen den hier. EZ mal EZ, das ist alles 1. Somit haben wir das hier noch zu ermitteln, die anderen restlichen zu ermitteln, aber das ist jetzt leicht. EX mal EY. Naja, EY, dieser Einheitsvektor, steht senkrecht auf mein EX. Folglich ist das Skalarprodukt 0. Die anderen, die stehen alle senkrecht aufeinander. Alle, was ich hier umkreise, die stehen alle senkrecht aufeinander. Folglich spielen die bei der Berechnung Vektor mit Vektor multiplizieren keine Rolle. Die fliegen alle raus. Ne? Also der steht senkrecht, 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 der steht senkrecht. Was bleibt, sind meine drei Anteile hier. Meine drei Anteile, nämlich A1, daraus folgt A1 mal B1 plus A2 mal B2 plus A3 mal B3. Und so rechnet sich ja wirklich das Skalarprodukt aus. Ich habe einen Vektor gegeben, 1, 2, 3. Ne, der steht jetzt, das soll mein Vektor A sein. Die 1 steht jetzt stellvertretend für 1, für A1, die für A2, der für A3. Den möchte ich skalar verrechnen mit dem Vektor 1, 2, 3. Oder machen wir es so, weil sonst wären sie identisch. 1, 2, oder machen wir es mal ganz anders. 1, 5 und 6. Das ist B1, das ist B2 und das ist stellvertretend B3. Ne? Das ist der allgemeine Ausdruck. Wir nehmen jetzt Zahlen. Ich muss rechnen. 1 mal 1, naja, das heißt A1 mal B1. 1 mal 1 plus A2 mal B2.
Also 2 mal 5 plus, naja, A3 mal B3, das heißt 3 mal 6. Naja, 1 mal 1 ist 1 plus 10 plus 18. Ich habe 28, 29 als Skalarprodukt. Rein mathematisch, wie wir es besprochen hatten in dem Video, das kommutative Skalarprodukt, macht es noch keine Aussage. Erst im Zusammenhang mit einer Situation, weil ich dann hier hinten eine entsprechende Einheit habe. Gut, das war der Beweis. Folglich ist das hier gegeben, das hier berechtigt zu rechnen. Das hier, die Zeile, die stimmt. Ich kann entweder A Skalar B, so wie wir es jetzt gerade gehandhabt haben, rechnen, oder die rechte Seite benutzen, wenn ich den Winkel kenne. Je nachdem, was hier gegeben ist. Gut, dann beende ich dieses Video.